Herzlich willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Lass uns mal die Aussicht genießen. Guck mal, die schöne Windmühle da unten und den Wald. Und das ist doch ganz toll. Mhm. So. Was haben wir denn noch hier? Also ich muss noch mal hier rein. Das sind Schafe. Na. Aber was machen? Achso, okay. Hol mal die Schafe rüber. Hallo. Oh, ich kann die wirklich rüberholen. Achso, kann ich das da reintun eventuell? Wo rein? Ja, geh mal raus. So, Fluchtweg vom Schaf. Guck mal, der macht uns. Aber lass uns mal kurz hier unten gucken. Hatten wir hier noch irgendwas? Da kann man. Ich wollte gerade sagen, da kann man hoch. Hallo, guten Tag. Nicht ermorden, bitte. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie diesen Baum kennen. Okay, dann ist das der richtige Weg. Vielen Dank. Bitte trotzdem nicht aufspießen mit der Mistgabel. Dankeschön. War denn hier noch. Was kann ich denn mit dem machen? Wieder nur Blödsinn, so wie immer. Ey, du bist echt ein fürchterlicher kleiner Bengel, bist du, ehrlich. Von da sind wir gekommen, ne? Komm mal mit. Oh, das sind Häschen. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Können wir damit was machen oder sterben wir? Hallo, hopp. Kannst du was mit dem Weißen machen? Ich kann dir nur scheuchen. Ich kann dir nur scheuchen. Kannst du was mit dem machen? Müssen wir den irgendwo hinbringen? Wir müssten den hier anzünden. Ja, guck mal hier. Ich kann dir nur scheuchen. Kannst du den nehmen oder so vielleicht? Warte. Ich den nehmen? Warte mal. Nee, die kann ich auch nur scheuchen. Achso, den kannst du aber nehmen. Nimm den jetzt mit einfach. Kann ich hier was kann wieder... Ich kann hier nur kannst gucken. Du Feuer machen? Kannst du vielleicht hier irgendwas machen? Nee. Aber das ist doch... Irgendwas musst du hier doch machen, oder? Ja, aber Feuer kann ich auch nicht machen. Nimm noch mal den weißen Hasen. Ja, aber warum? Ja, weil das ist so prädestiniert. Da ist nur einer weiß. Kannst du mit dem Hasen... Kannst du den nicht hier reinmachen, damit du den irgendwie flambierst oder sowas? Keiner... Hasenfreunde! Ach so, damit der kein Außenseiter mehr ist. Guck mal, wie der sich freut. Guck mal, die freuen sich jetzt alle, weil die alle schwarz sind. Oh, ist das süß. Ja, ich habe da gerade eine Errungenschaft für bekommen, du nicht? Nee, ich krieg nichts. Ja, dann machen wir das Spiel nochmal mit deinem Spielstand durch. Nein, will ich nicht. Geh weg. Bin der Coole einfach. Ich dachte gerade echt, du kannst den da jetzt anzünden oder sowas. Ja, also, das wollten wir jetzt natürlich nicht sehen, aber das musste ja. Weil das war so. Ne? Ja. Ich kann die streichen. Ja, nö, ist klar, aber wenn ich hier hinkomme, dann kann ich die hier nur der Gegend rumtragen oder was. Toll. Ich darf die wieder nicht streicheln, weißt du? Der hat nur Scheiße im Kopf, aber er ist immer derjenige, der die Tiere streicheln darf. Und ist doch, die Hasen in den Ohren anfassen. Die Hasen. Das hört sich irgendwie falsch an, gerade. Warte mal, links können wir... Ja. Ach nee, hier hinten. Ach, ich dachte gerade, wir können ja doch nirgendwo rum. Klar, wir können ja klettern. Eventuell. Ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen, aber... hallo? Oh, ah, okay. Warte mal, und... Ach, das ist da, wo der Hund war. Oh. Kann man vielleicht mal die Kameraperspektive ein bisschen drehen, bitte? Nein, es soll ja das, sehr spannend jetzt werden, ob wir da reinfallen oder nicht. Oh oh. Ist hier ein Bär? Ich sah sie aber nicht gut an gerade. Hallo? Ein Troll? Wie sieht der denn aus? Der hat lauter Pilze auf. Aha. Der wird bestimmt auch gemobbt. Guck mal, der ist am Weinen. Da kann man Pilzragout machen. Kann ich den erstmal ansprechen? Guck mal, der Arme. Oh, der weint. Hab keine Angst, mein Kleiner. Wir wollen dir nichts tun. Mein kleiner Bruder auch nicht, auch wenn er so dümmlich grinst. Hey, Maro! Schatten von Mordor. Maru, kennst du den Baum? Da? Troll versucht sich zu erinnern. Troll Baum gesehen, da. Ich Troll. Da, ja. Ach,
ob er mitkommen kann, oder was? Nee, oder? Hilft er uns jetzt? Ja. Ah, du siehst eklig aus, aber du bist cool. Kann ich mit dem was machen? Oh, hab ich ihn jetzt gemobbt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. warte mal, ich gehe mal kurz aufs Klo, bevor wir weitergehen. Ja, ich gehe auch mal kurz aufs Klo. Ach, scheiße, ist abgeschlossen. Okay. Ja, kannst du da was machen? Betten hier. Ja, wieso hat er eigentlich zwei Betten? Heute sag mir nicht, seine Herzallerliebste ist gestorben. Kriegst du auch nicht hin, ne? Du kleiner Pimpf, du. Dann lass uns mal weitergehen. Guck mal, da. Hallo. Da, in den Kochtopf. Da, hallo. Ist da noch ein Bruder drin? Da werden wir sonst drin landen, wenn wir nicht artig sind. Nur du. Nee, ich nur bin du. Zu schmecht. Du bist. Ja, ja, wir kommen ja schon. Wir kommen ja schon. Oh! Lass meinen Bruder in Ruhe! Au, oh, das war cool. Das tat weh, oder? Oh! Nein. Und wie kommt der jetzt da hoch? Ach, der hilft uns nur hier, oder wie? Ja. Komm, lass uns mal hinsetzen. Nein, der wartet aber auch nicht, bis ich da bin, weißt du? Der setzt sich dann wieder dahin, schön, als ob dem seine Beine irgendwie müde sind. Jetzt komm schon, du brauchst immer so lange. Warte mal, ist der hochgekommen? Das hört sich so komisch an, als ob der hier oben ist. Ah, nee, er geht nur zurück, glaube ich. Ah, nee, er ist hier oben. Jetzt komm schon, du kleiner Helmfling, du. Ich lass dich immer als erstes hochgehen, ja? Ich weiß ja nicht, was er so macht. Hier, ja, hallo. Da müssen wir hin. Vielen Dank. Achso, ich muss... Ah, okay, verstehe. Sag mir bloß nicht, dass ich die Taste gedrückt halten muss, damit ich da auch nicht rauskomme. Du musst die Taste gedrückt halten. Ja, vielen Dank. Habe ich dir gesagt. Mhm. Wo bleibst du denn schon wieder? Ich muss meine Arme treffen. Oh, es gibt wohl keinen Ausweg mehr zurück. Du hast es kaputt gemacht. Du bist schuld. Nein, klein Epi ist immer schuld. Der hat immer nur Scheiß im Kopf. Mr. Troll, helfen Sie uns hier auch nochmal bitte. Wir kommen hier nicht durch. Das ist nett, Dankeschön. Er da, er muss, ihm muss geholfen werden. Der ist krank in der Birne, dem muss man helfen. Mir kann man nicht helfen. Ja, das stimmt. Man müsste die Doofheit aus der Birne rausprügeln, aber... Sollen wir jetzt, ich wollte gerade sagen, sollen wir jetzt auf der draufklettern oder was? Der stand da irgendwie so rum. Hallo, was macht denn jetzt? Ach, der macht eine Brücke. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, es kitzelt nicht. Vielen Dank. Oh, hier sind Pilze. Kann ich die essen? Ja, ist eine gute Frage. Kann man, aber kann man nicht. Nur die sind ja überall so. Ich gehe schon mal. Nimm ruhig meinen Bruder. Ich will den eh nicht mehr sehen. Hier. Achso, da müssen wir... Ich dachte, der reißt das jetzt weg oder so. Aber nein, da müssen wir hochklettern. Komm ich da? Doch, ein Stückchen komme ich doch noch. Na? Na? Ich kann nicht da links hoben? Ja. Lass einfach los, kein Thema. Kein Thema. Solltest zwar springen, aber ist kein Thema. Ich warte mal auf den Troll, der hilft mir jetzt. Kannst du mir mal kreuzweise? Nee, er macht nur die Brücke, der hilft dir nicht. Haha. Loser. So. Geh mir mal aus dem Weg hier, sonst komme ich hier nie hoch. Dein Ernst. Nein! Okay, also hochspringen ist keine gute Idee, habe ich gerade festgestellt. Das hast du vermutlich eben auch versucht. Ja, ich hing ja schon dran. Das heißt, aber wir müssen dann bei ihm wahrscheinlich weiterklettern. Nein! Nee. Ich denke mal, wir müssen da weiterklettern und nicht oben drauf laufen. Ja, muss ich unter seine Achsel. Oh, hoffentlich hat er sein Deo auch nicht vergessen. Vielen Dank, Herr Troll. Sie sind ein bisschen glitschig, aber es geht schon. Und ein bisschen pilzig. Ja, das auch. Aber ich meine, gut, der kann sich jeden Tag Pilzsuppe machen. Kommen Sie mit, bitte. Wir brauchen noch ein bisschen Hilfe, habe ich so das Gefühl. Hallo? Ja, ein bisschen schneller. Wir wollen hier rum. Hallo, nicht lieber so guter Troll. Was haben wir denn heute vor, um uns rüber zu kriegen, ha? Nimm mal den Kleinen da. Der da. Der braucht das. Oh, aua. Oh, ein bisschen.
ein bisschen ruhiger hier mit den alten Pferden. Also, oh Gott, ich bin doch keine 10 mehr. Bei mir gehen die Knochen kaputt, wenn ich irgendwo hinfalle. Wieso kann ich da wieder nicht hoch? Also hochspringen, sag mal. Ja, ah, hier kann ich. Oh, das war schlecht. Ja, vielen Dank dafür. Ich wollte eigentlich nur hoch, aber der Epi hat es mal wieder versaut. Der wollte sich lieber in den Freitod stürzen. Ja, bloß gelassen. War nicht so gut. Nein, das sollte man vielleicht nicht machen, wenn man auf solchen Höhen da oben am Klettern ist. Guck mal, er lässt auch nicht los. So. Müssen wir jetzt bis zum Ende oder kommen wir hier hoch? Das ist die Frage. Nee, da, doch, da kann ich doch hoch. Ich mach dir keine Räuberleiter, du kommst auch so hoch. Hallo, ich komme aber nicht hoch. Du musst wieder zurückkommen. Du musst da hochkommen. Ah ja, doch. Du bist doch gerade auch da hochgesprungen. Ich wollte schon sagen. Nicht loslassen, ne? Denk dran. Der nimmt jetzt mal eben Bart. Ist vielleicht ganz gut, um die Pilze zu reinigen, ne? Also wenn man Pilzsuppe macht, will man ja keine verunreinigten Pilze haben. Und jetzt? Frisst er mich. Er frisst mich. Frisst ihn, nicht mich. Ich bin zu schön zum Sterben. Ja, achso, müssen wir beide? Also. Oh oh. Halt die Luft an. Ja. Das ist gut. Warum können wir hier schwimmen? Jetzt abgehauen? Wehe, du tunkst mich hier unter Wasser, du, ey. Dann werde ich dich nie wieder irgendwo hinbringen, ganz ehrlich. Aber er ist... Also ich höre ihn doch noch. Er ist links oben irgendwo. Springt der wie so ein Frosch hier über mich drüber. Hallo? Ah, lieber Troll. Warte mal nicht da durch. Komm zurück. Kann ich mehr, ja, geht nicht. Ich kann nicht mehr zurück. Na super. Jetzt können wir hier nicht mehr gucken, oder du was? Du kannst noch was machen. Oh, nee, das ist aber, glaube ich, nur der Abhang. Vielen Dank, lieber Troll. Vielen Dank. Da müssen wir entlang, ja? Okay, danke schön. Da passt der große Bruder nicht durch. Ich kam wenigstens aufrecht da durch. Du musst krabbeln. Wie so ein kleines Baby. So, warte mal. Was sind wir denn hier? Machen wir jetzt hier einen auf Indiana Jones? Was ist das? Eine Lampe. Ah, da. Hier. Ah, da. Kann man mit dem Stein nichts machen? Du bist zu dick, du kommst da nicht durch. Warte auf mich. Hey, wieso backt der zurück? Hallo. Hallo. Schwuppdiwupp. Ist gut. Okay, was war das? Ach da. Geh dahin. Ich guck mir hier erstmal an, wie die Umgebung aussieht. Oh, was ist das? Hallöchen. Bremer-Stil. Ja, echt? Ist aber schon irgendwie cool. Hört sich zwar gerade so ein bisschen an, als ob wir irgendwo im Weltraum auf ein Schiff drauf sind, aber... Auf ein Schiff drauf sind. Tolles Deutsch habe ich heute. Ich kaufe mal eine Tüte Deutsch. Okay, wir müssen es wahrscheinlich dranhängeln und dann nach unten an den Felsen nehmen wir an, ne? Ich spring nach unten. Vielleicht schaffst du es auch.
Hallo? Vielleicht schaffst du es auch. Ja, entweder das oder wir verrecken wieder beide, weil du irgendwie Blödsinn gemacht hast. Ich bin seit Ewigkeiten mit Jump'n'Run-Spielen aufgewachsen, deswegen. Ja, du kannst es aber nicht. Ja, besser als du. Du bist ein alter Kerl, du kannst gar nichts mehr hier in Sachen spielen. Ja, ja, ja. Gehen wir jetzt hier unten oder gehen wir jetzt hier da können wir auf jeden Fall rum. Sieht aber nicht sehr einladend aus. Lass uns mal die Treppe probieren. Oder ist da... Ne, da oben ist nichts, ne? Also wir können auf das Runde drauf. Oder hier vorne. Was bringt... Oder kommen wir hier gar nicht rauf, ne? Kommen wir gar nicht rauf. Und da ist eine Leiter. Eine Treppe, also eine Leiter. Ist noch irgendwas? Nee, ne? Ich kann ja auch nirgendwo draufklettern. Irgendwie kannst du da hochklettern? Nee, ne? Nee. Frage ist nur... Was macht er denn jetzt? Kann hier dran klopfen. Warte mal, dann lass mich auch mal dran klopfen. Jemand zu Hause? Hat keiner kannst geantwortet. Du mich darüber? Ich glaube, da ist keiner zu Hause. Nee. Da musst du hin. Ja, aber du kannst mich hier nicht hin. Kannst du mal dich so hinstellen, dass ich... Nee. Oh, hallo, wieso dreht sich das jetzt so? Wir müssen jetzt aber nicht da oben über das Ding drüber, oder? Probier das mal. Toll, damit wir wieder noch tot sind wegen dir. Guck mal, was hier noch so ist. Da ist eine Plattform da hinten. Hey, du willst Heier machen, okay. Heier, Heier, Heier. Ich denke nicht, dass wir hier durch sollen. Ja, der geht auch gar nicht darüber. Hier links ist eine Steinaxt, aber die kann man auch nicht nehmen. Was mich irritiert, dass das halt so aussieht, als ob ich dich da irgendwie hochheben muss. Ja, oder so. Kannst du dich nicht hier hinstellen? Dass ich hab ich doch jetzt schon ein paar Mal probiert. Ich kann mich nirgendwo hinstellen, ich kann hier aber auch nicht hochgehen. Das aber ich müsste mal was... Können wir mal kurz einen Cut machen an der Stelle? Das ist die blödeste Stelle, wo wir jetzt einen Cut machen können. Oh, ja... Aber wir werden es trotzdem machen, dem Epi zuliebe. Genau, bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Der Epi wieder gestärkt. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was wir eigentlich machen sollen. Ich weiß nur, dass es so nicht geht. Ja, das ist ja super. Warum winke ich hier immer? Kann ich hier irgendwas ja, mit dem... Oh, klopf doch nicht immer da dran. Vielleicht muss er... Oder klopf mal einem anderen. Ja, deswegen versuche ich hier gerade schon... Da kann ich nichts. Warte mal, der zuckt hier so guck. Nein! Das ist ganz so hoch. Aber was machen wir damit? Ja, wir müssen. Komm mal mit. Ja, wie? Komm mal mit? Wohin? Ja, das brauchen wir für draußen, für die Wasserturbine, glaube ich. Wie willst du das Ding denn da reinkriegen? Soll ich da einmal drüber springen oder nein, was? Nein, damit das blockiert ist. Ich habe da eine Idee, aber wir müssen hier rum. Geh ja, mal rüber. Wenn du nicht drehst, kann ich auch nicht mitlaufen. Du hast mich hier weggezogen gerade. Oh, nee, ich muss in die Ecke. Ich muss ach so, ja, ja, ich sehe schon. Und jetzt geh rum. Mit dir möchte ich keine Möbel transportieren. Also. Ja, komisch, dass das bei mir immer geklappt hat. Wir haben schon diverse Couchen in ganz enge Räume, also Treppenhäuser, ja. durchgekriegt hier. Geh da rum. Außerdem ist das ein massives Messingrohr oder sowas. Wenn das mal dagegen klunkt, ist das nicht so schlimm. Kriegen wir das in einen oder musst du wieder... Ja, gut, nee, du musst, glaube ich, jetzt rum, ja. Entweder... Freiheit! Ach so, warte mal, oder können wir das hier rein? Entweder muss das hier zwischenblockiert werden einfach, damit die Zahnräder aus sind hier. Damit kommen wir wahrscheinlich nicht. Ah ja, doch, komm darüber. Geht das so? Ja. Aber wie sollen wir das... Oh! Du hast es nicht verstanden, ne? Ja, ich dachte, wir sollten das länglich... Frag mich nicht, wieso ich jetzt auf länglich gerade gekommen bin, keine Ahnung. Ach so, das ist dann auch direkt perfekt, hängt das. Ja, gut, kein Thema. Das habe ich natürlich so berechnet. Mhm.
Genau. Wahrscheinlich hat er das bei den Klausuren gemacht. Er ist jetzt auf dem Klo, hat er sich jetzt erstmal hier irgendwo durchgeguckt, wie man hier weiterkommt oder sowas. Was ist das denn hier? Da dran gehen, nach vorne drücken. Ja, und du gehst rechts und ich gehe links. Okay, wir können das drehen. Und dann? Mehr geht nicht. Jetzt nach vorne wieder. So, ist das los? Das hat ja viel gebracht, super. Moment. Ja. 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 Ja, 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 ja. Warte mal. Hm. Also die, das sind die Sperren das gerade, aber... Ja, aber die kann man nicht wegziehen, oder? Oder? Zeigt da immer nur drauf. Von da oben sind wir gekommen, ne? Nehme ich an. Oder können wir das da rüberschieben? Da ist nichts mehr. Was meinst du mit rüberschieben? Komm mal mit. Hier rückwärts. Aber das kann man nicht rüber. Kann man das jetzt zu mir schieben? Ja, wir können es nur drehen, soweit ich weiß. Ja. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr drehen. Vielleicht müssen wir es 90 Grad drehen. Oh, 90 Grad. Ja, nach rechts drehen? Oder nach links? Egal. Ja, muss schon was sagen, sonst sind wir entgegengesetzt. Hier. Also, ich drück nach vorne, du musst nach hinten ziehen. Also nach rechts. Warte mal. Aber so können wir... Können wir das jetzt können darüber wir das da reinmachen? Ja, ja, ich muss schon daran mach mal, komm, nee, schieb mal. Ja, genau. Da siehst du. Ach so. Ja, geh mal zurück. Geht das dann auch wieder weg? Ja, ja. Nee, geht nicht weg. Okay. Okay, dann müssen wir es nochmal drehen. Ich drück wieder nach rechts, aber du drückst anscheinend andersrum. Ja, ich drück nach vorne, aber... Ja, ich mach so wie eben. Ich mach mal die andere Richtung. Oh, backier doch nicht so rum. Alter. Jetzt da rüber. Ja, das muss schon dranbleiben, sonst geht er nicht rüber. Auch ehrlich? Ich will nicht mit dir dranbleiben. Geh weg. Echt, ey. So. Also mein Hirn ist ja noch was Matsche von warum gehst du nicht einfach hier rum? Ja. Mein Hirn ist ja noch was Matsche von der Grippe, die du mir hier mit angeschleppt hast, ja? Aber ich meine, das war ja jetzt nun ganz logisch hier, also. Da kann man direkt drüber. Ich glaube, das wird hier zur Tropfsteinhöhle. Warte mal, komm mal her, Kleiner. Mal Räuberleiter. Und dann stoße ich die nach hinten den Abhang hinunter. Aber du hast doch gar kein Seil. Ach, warte mal, da oben. Kannst du das Ding da rausziehen vielleicht? Oder nee, oder von oben dran springen, dass es runterkommt vielleicht? Hä? Hey, was war das? Sah aber so aus, als ob das theoretischerweise funktionieren müsste. Wenn du richtig triffst. Ja. Da kannst du hochkrabbeln. Krabbel dem Ding hoch. Ach so, ach da. Ja, stimmt. Ich bin überall am Hingucken, nur nicht auf das Ding gerade. Warte. Jetzt lass ich's los. Lass los. 3, 2, 1. Und ich lass los. Mach doch. Aua! Wieso springst du auf meinen Kopf drauf? Weil ich kann. Ey, du bist so ein mieser kleiner Penner, ehrlich. Na, ein lieber kleiner Penner. Nee, ein mieser kleiner Penner. Da unten ist das Piranha-Becken, da kannst du reingehen. Dann geh schon mal vor. Da ist wirklich irgendwas drin unten, irgendwelche Steine oder was ist das? Nee, das sind Fische. Oder was sind das Fische? Kann ich die. Ja, ich guck mal, das also sieht komisch aus, ja, aber das. Ja, siehst du hier, das sind doch Fische. Aber du wirst nicht gefressen, ne? Ich geh auch mal rein. Alles gut, das ist gut. Bin ich sauber. Kann man hier irgendwie... Ja, ich bin mir hier am Duschen. Mhm. Jetzt komme ich hier unten aber nicht mehr hin, weil ich nichts mehr sehe. Doch, warte mal jetzt. Hier geht's noch weiter hier oben. Ja, auf der anderen Seite aber auch. Jetzt weiß ich nicht, kommen wir da aufs Gleiche? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich.
Ja, ist die gleiche Seite dahinten. Aber lass uns mal eben hier abhängen. Ich finde das hier cool. Danke, dass ich auch hingehen durfte. Ja, du lässt mich ja auch nie gehen. Guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Höhle von nicht von den Hobbits hier, von den Zwergen. Nur ein bisschen duschiger, also ein bisschen nasser. Duschiger vor allem. Das ist für den Begriff. Das ist der Gameplayerin-Begriff. Wir machen immer neue Redewendungen und neue Ausdrücke für irgendwelche Wörter. Guck mal, hier gibt es schon wieder so ein Ding. Okay, komm ran hier, Kleiner. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Achso, das dreht sich dann automatisch weiter. Okay. Mensch, geh doch mal weg. Hä, wieso geht das nicht? Geh weg da. Wo läuft der hin, wenn ich da drauf drücke? Jetzt aber. Da unten sind irgendwelche im... Das sind die Mobber von dem einen Troll. Ja, das sehe ich. Das rieche ich bis hier, dass die das sind. Die haben nämlich keine... Doch, die haben auch so kleine... Aber die haben keine richtigen Pilze auf dem Rücken. Und die waren eifersüchtig. Und deswegen haben die unseren Pilztroll gemobbt. Mhm. Frage ist nur, was kannst du hier... Ach so. Ah, okay. Holdahi. Holdaho. Warum dreht ihr das nicht? Ja, die Gameplayerin hängt am Kettendingsbums und die ist jetzt froh. Nee, du musst das nächste nehmen, sonst komme ich nie weiter. Ich mag nicht mehr drehen. Ich lasse dich jetzt da stehen einfach. Naja. Dann hätte ich es noch geschafft, aber ich habe gedacht, du brauchst da so lange für. Bleibst du lieber mal stehen. Das erinnert mich an diese Dinger, die gab es als Kind auf dem einen oder anderen Spielplatz. Da hast du dich dann mit dem Hintern auf so eine Scheibe draufgesetzt und dann bist du von oben nach unten, bist du so hui, runter. La la la, la la la. Ja, ich hänge hier mal so rum, aber ich bin gleich da. So, nu, was mache ich jetzt? Lass dich einfach da hängen oder bin ich ein netter Kerl? Ich bin ein netter Bruder, ne? Ja. Lass dich da hängen. Mal. Was musst du denn... Ja, was dreh schon mal, sonst werde ich da wahrscheinlich kaputt gehen, denke ich mal. Da. Na, ich will da nicht unbedingt hin, wenn du noch nicht am Drehen bist. Musst du weiter drehen oder geht das... Naja, dreh. Immer weiter drehen, Kleiner, immer weiter drehen. Du machst das gut. Trotz, dass du blond bist und klein. Und mein doofer kleiner Bruder. Ich sehe nichts. Bin ich da jetzt drüber? Ich hoffe. Loslassen. Ja, ich sehe nichts. Das Ding rumdrehen. Ach, da unten ist das. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn da hochkommen? Andere Richtung. Nein, das ist richtig. Push! Einmal voll gegen den Kopf. So. So macht man das mit kleinen Brüdern. Also, nicht für bare Münzen nehmen, ne? Wir machen hier nur Spaß. Nicht, dass hier nachher kommen von wegen hier Gameplayerin fängt hier, dingst hier zu... Wir müssen links rum, aber ich klopfe mal. Ich kann nicht klopfen, ich kann nur... Ja, du kannst alleine reingehen, ich gehe schon mal. Ich gehe woanders hin. Ja... Wieso kann man da hinten an dem Ding rumklettern? Das gefällt mir gar nicht. Achso, da kannst du hochklettern. Das Geräusch hört sich eher nicht gut an. Hey, nein! Kannst du einfach mal nach oben gehen? Hallo? Der macht das automatisch, dass der dir dann immer da... Ich glaube, wir müssen nach links, oder? Wir müssen noch da... Geht da zumindest weiter. Sieht gut aus. Oh, ist das ätzend mit diesem Doppelsprung. Also mit der gleichen Taste halt, ne? Na.
Es war so klar, obwohl ich da oben drauf gestanden habe. Es war so klar. Ja, danke, dass du mich blockierst. Ich blockiere dich ja nicht. Ich bin ja nur hingesprungen. Scheiße, ey. Gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten. Wer hat sich so eine Steuerung ausgedacht, ey? Ja, die Steuerung ist echt irgendwie ein bisschen komisch. Allein, dass die Sticks vertauscht sind, ist schon merkwürdig. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich mit links spiele, aber... Oh, da unten sind auch schon wieder welche. Die klopfen da unten rum. Ich wollte gerade sagen, bist du ja am Klatschen oder was? Das hört sich so komisch an. Oh nee. Jetzt geh doch da hoch. Nach rechts, nach rechts. Warte. Sicher? Denke mal an den Doppelklick. Ja, danke schön. Muss das auch noch sagen. Ja, super. Danke. Sollte ich dich nicht dran erinnern, damit du das dann nee. Verpasst, oder? Du machst ja alles kaputt hier. Das hast du kaputt gemacht. Mit dir kann ich echt nicht mehr rausgehen hier. Du warst einfach zu schwer und dann... Berg- und Talfahrt. Whee! Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich glaube, wenn Gleis geht. Oh je. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Geh schnell weiter. Oh, oh. Nein, wieso springt der nicht? Bleib einfach mal ein Jahr da drauf stehen und warte, bis das Ding kaputt geht. Kein Thema. Nein, kannst du das nochmal machen. Ja. Nein, du sollst nicht nach Warum da zeigen, du sollst da hochspringen. Da nicht direkt also hier anfangen kann, ich. Wenn der wieder nicht weiterläuft, bringt mir das alles nicht viel. Boah, ich sehe nichts. Hallo, Leute. Gesundheit. Ach, das ist bestimmt die Herzdame von ihm. Das ist die Trolltante, bis er die so Trolltante. Rein. Die Trollololtante. Oh. Ja, Schlüssel. Da. Warum sind da Skelette? Das da, sind der böse Troll da hinten. Der hat den riesigen Schlüssel, der größer ist als wir selber. Ich mach erstmal holen die Tür wir. Auf. Warte mal. Was mache ich denn mit dem Hebel? Ja, das geht nicht auf, weil das der Schlüssel ist. Ach so. Ja, gut, okay. Wir kümmern uns darum. Okay, Mrs. Trolldame. Jetzt lass es doch mal sein. Wir kümmern uns darum, um den Bösen. Ach, die hat Bauchschmerzen. Die hat schon die ganze Zeit nichts gegessen, die Arme. Komm, wir müssen da entweder was zu essen holen oder die da rausholen. Du bist so ein Idiot, du musst leise sein. Der sieht aus wie von World of Warcraft. Das stimmt. Wo sind wir denn jetzt auf einmal hin? Das ist ein Ork. Ach, da haben wir uns versteckt. Hör mal, du Idiot. Du musst leise sein. Hast du verstanden? Nee, warte mal. Ich glaube, wir sollen hier irgendwie einen anderen Weg nehmen, oder? Sicher? Also, du darfst nicht in die großen Dinger rein. Die Frage ist, musst du das jetzt alleine machen? Kann ich hier hinten nichts machen? Alles klar. Hä, wieso hat er das jetzt gemerkt?
Kann das sein? Ja, du bist gelaufen. Also man hat dich gehört, aber ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag. Nein, das lag nicht daran. Kannst du nicht schleichen? So bist du doch auch langsamer. Ich kann ja hier nichts machen, ne? Sobald ich da hinkomme, erkennt er mich. Man muss irgendwas anderes machen. Ich denke mal, du musst ihn ablenken mit irgendwas. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht. Ach so, oder muss ich dann hier rufen vielleicht? Aber dann wird er doch auch da draufhauen, ja, oder nicht? Hier ist nichts, womit ich jetzt irgendwie was machen könnte. Lass uns das mal probieren, dass ich dann rufe in dem Moment. Aber dann, warte mal, dann sieht er dich aber doch trotzdem, wenn er sich umdreht. Da kommt er ja sofort an. Kann ich hier irgendwie einen Stein auf... Okay, das ist kein Stein aufnehmen. Kannst du irgendeine andere Taste drücken? Warte mal, ich will erst mal gucken, ob es Zeit... Du kannst doch schleichen. Ja, dann liegt es bestimmt da dran. Traue mich schon gar nicht, was zu sagen. Jetzt ganz vorsichtig den Schlüssel schnappen. Ja, so ist gut. Nein, nicht fallen lassen. Dein Ernst. Ich hab den Schlüssel. Wieso hast du den fallen lassen, du Trottel? Ich dachte, ich wollte... Aber wir wissen jetzt zumindest schon mal, wie es geht. Wir wissen, dass der Epi es nicht drauf hat, aber wir wissen, dass es wie es geht. Dass es geht, wissen wir ja erstmal wieder. Aber du musst auch zurückschleichen, ne? Denk dran, da darfst du auch nicht laufen. Auch ehrlich? Ja, so einfache Sachen muss man dir ja sagen, dir alten Mann. Was erwartest du von so einem 12-Jährigen oder so? Die kann auch so einen Schlüssel nicht so lange in der Hand halten. Komm, komm, komm. Leise, leise da durch. Komm. Komm, komm. Jetzt kannst du den Schlüssel fallen lassen. Jetzt macht das sowieso nichts mehr. Nein. Warte mal, hier ist die Treppe. Ich hab mir schon da reingemacht. Du kannst jetzt aufmachen. Komm her, Mrs. Trudel, komm her. Oh, die ist bestimmt so... Ich kann die mal loslassen jetzt. Bestimmt so glücklich, dass die raus ist. Guck mal. Wieso hat die eigentlich grüne Haare? Mrs. Trudel. Ihr haut ab und lässt uns einfach da. Aber die guckt ja noch so. Hey, Mario! Ja. Was, Mario? Ist das... Ist das Mario? Ja. Oh. Wo bin ich? Da bin ich! Nein! Nee, ich gehe hier hoch. Wo ist? Der ist da unten. Aber die Frage ist... Ach, kann man den einsperren? Das kann nur ich, glaube ich. Weil, dann habe ich eine Idee. Warte mal, ich lock ihn. Ja, aber du kommst nicht so schnell da raus, oder? Musst du rufen. Ruf mal. Hatte ich schon gesehen. Nee, du musst dich dahinter... Ach nee, du kannst da durch, ne? Ja, natürlich nicht, wenn du rumläufst. Sperr dich okay, trotzdem so ein. Okay. Ja, aber die Idee war gut. Also, ich ja, nicht, du darfst nur halt... Erstens musst du durchgehen, wahrscheinlich. Oder auf der anderen Seite. Geh mal auf die andere Seite. Kommt der dann da rein? Der ist doch nicht ganz doof. Ja, weiß ich nicht. Das ist ein Troll, ne? Der sieht aus wie ein Troll von Harry Potter. Jetzt ruf mal. Ja, oder so. Geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Nee, dann... Och Gott, dann... Ernsthaft? Jetzt mach zu, Mann! Aha. Warum hast du lange gewartet? Weil ich nicht wusste, ob du nicht wieder verreckst. Kann ich das Schloss auch wieder warte, da drin? Nee, warte mal. Das sieht so aus, als ob man das verschieben kann. Ach, jetzt kommt man dann wieder? Ja. Und will, dass wir angekettet werden. Nein, dass wir da hochgehen. Ja, das ist mir schon klar. Blöd, du alte Pfeife. Lass den Kleinen einfach hier. Wir gehen zusammen.
Ich bin dein Traumprinz. Nimm mich mit. Wir können heiraten und für unser Lebensende... Achso, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich hier rum. Das zeigt ihr uns sogar an. Ja, du musst mitkommen. Komm mit. Alter, sag du. Och, der geht automatisch nach links. Ja, super. Also, warte mal. Wenn wir nach vorne gehen, geht die dann nach vorne? Ja. Die Frage ist jetzt, müssen wir... Wir müssen das drehen. Ich drehe, ich mach auf nach hinten. Nein, du musst nach vorne drücken. Drück mal, ja. So. Jetzt nach vorne. Ach so, damit die da drauf kommen. Ja, jetzt sehe ich, wo sie hin muss, ja. So. Dann nach links. Du musst nach hinten, ja. Nach hinten gehen. Und jetzt beide gleich. Ja, lass doch nicht immer los. Doch, ich will aber loslassen. So, guck mal, wir haben es geschafft. Wir haben der guten Dame dazu verholfen, dass sie auf die andere Seite kommen. Ja, und wir? Hallo, Mädel. Lass uns hier doch nicht alleine. Wie lässt uns hier echt alleine rumstehen? Kann man da irgendwie hoch? Kann ich das rausholen, so Superman-mäßig? Da muss sie hin. Guck mal, da. Spring mal. Wir müssen noch irgendwie hier hochklettern oder so, aber... Warte mal eben. Hey, Feuer. Ach nee, wir müssen... Ja, ich verstehe schon. Komm mal mit ran. The same procedure as every year, James. Einmal nach links. Und nach rechts. Nee, ja, da muss ich nach vorne und du nach rechts, ne? So. Er ist ein bisschen blöd. Ich weiß nie, wer wann nach vorne muss und wer dann drehen muss. So, guck mal. Komm mal so rum. Ich bin clever, ne? Trotz, dass ich müde bin und ach, überhaupt. Wirklich, aber und mein Kopf matsche von Grippe. Hätte auch ein 12-jähriges Kind herausgefunden. Soll ich dich hauen, mein Kleiner? Soll ich? Nein. Du bettelst irgendwie nach Schlägen. Dann troll ich dich. Was ist denn meine Gute? Ich glaube, es stinkt. Guck dir mal mein Gesicht an. Isa, guck mal, er wollte seine Herzdame holen. Weil wir die jetzt befreit haben, ist er unserer Schuld für immer. Genau. Jetzt können die viele Trollbabys machen. Aber das wird nicht das Ende sein, oder? Ich habe das irgendwie im Gefühl. Oh. Ich hab's gar nicht. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ganz ehrlich, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hasse es immer, recht zu haben. Das ist aber ein anderer. Der ist der hat seinen Hintern unter seinem Kopf. Das ist ein Hebel. Hebel. Ich habe einen Hebel gesehen. Ja, wir sollen am Hebel ziehen, sagt er. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ach, für die Mitte wahrscheinlich, oder? Das hat mir jetzt viel gebracht. Oh, du musst wieder Lookvogel spielen, oder was? Warte mal. Ja, hallo, hier. Ich kann nicht rufen, wieso kann ich nicht rufen? Hallo, wieso kann ich nicht rufen? Oder pfeifen oder sowas? Das in der Mitte geht nicht auf. Jetzt mach mal was. Ja, aber es geht ja nicht auf, das ist ja das Problem. Irgendwas ist da. Ach, weil die Kette hier nicht dran ist. Oh, okay. Kannst du die kann auch? Ich die dran machen? Das war nicht so clever. aber du kannst ihm ausweichen, das ist schon mal gut. Oder auch nicht? Nicht so wirklich. Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber hier müssen die reparieren irgendwie, aber wie? Kannst du warte, das machen, warte. Hallo, müssen wir eventuell, warte mal, müssen wir eventuell die Kette lösen, dass der hinrennen muss, dass du den anloggen musst quasi in die vier Ecken und dass ich dann. Ach ja. Ich weißt du, was ich meine? Nein. Okay, ich stehe direkt, dass ich da drücken kann. Ja. Aber er hat dich jetzt getroffen. Aber die Idee war gut. Ich musste nämlich an Resident Evil gerade denken. Da war mal sowas ähnliches. Ja, aber ich komme da nicht weg dann. Ja, warte, bis der stürmt und dann geh direkt weg. Ja, fast, genau. Nee. Weg.
Oh. Bleib da, warte, bis der stürmt. Und jetzt. Lauf, 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 lauf. Jetzt geht er. Lauf, 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 lauf. Kannst ja ein bisschen Abstand davon haben. Ein bisschen Abstand. Und lauf, 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 lauf. Andere Seite noch. Oh, der haut auch noch. Hast du das gesehen? Jetzt muss ich ihn aber auch noch mal in die Mitte locken. Muss ich einfach dahinter stellen lassen. Hallo, steh auf, Junge. Steh auf. Also, der Troll. Ui, mach, 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 mach. Oh, willst du mich Wie lange braucht der dafür? Der geht da aber nicht durch, wenn ich das offen lasse, ne? Stell dich mal was weiter weg. Jetzt, jetzt. Yeah. Nein, nein, geh weg da, nicht, dass der sich noch irgendwie... Oder musst du da was machen mit der Hand? Ah ja, es ist ja der böse Epi. Nein, du musst runterkommen, schnell. Ach so. Ja, geht nicht. Ja, okay, müssen wir zusammen machen. Mach mit. Tschüss. Die Kamera war auch noch auf ihm. Ja. Oh mein Gott. Oh, guck mal, sie halten die Hände hoch. Oh, achso, da. Ich suche mich selber gerade. Ich bin da nur von den Trollen. Ja, wir müssen zu zweit wahrscheinlich. Ich bin von den Trollen abgelenkt. Ich habe mich selber nicht mehr gesehen. Guck mal, das sind jetzt unsere Jungs, Frieda. Die nehmen wir mit. Otto? Hast du gehört? Wir haben jetzt neue Eltern. Komm. Maru, Adinia? Ich weiß nicht, was der Kleine sagt. Ja, wir zeigen einfach mal geradeaus. Vielen Dank. Dankeschön. Mein Bruder hat zwar keine Ahnung, aber ich weiß den Weg. Aber davon ganz viel. Oh, sind die süß zusammen. Die sind so ein bisschen wie wir. Nur mit weniger Pilzen. Also wir, die haben mehr Pilze. Aha. Mhm. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.